Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Und ja, ich nehme mal kurz hier alles mit. Diese Folge gibt es ein Schiff-Upgrade. Deswegen mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach oben. Denn ich muss ja wieder hier raus. Unterwegs noch ein bisschen was mitnehmen. Glitch, Glitch, Glitch. Ja, so ein Ding muss ich, glaube ich, finden. So ein Glitch-Ding. Mit halt diesem Buch. Diesem Podest mit dem Buch. Weil die Kamera ein bisschen nach oben orientieren. Ich laufe schon wieder runter. Kleines Versteck. Nehme ich aber jetzt nicht alles komplett mit hier. Nur das Wichtigste. So. Ja. Der Weg nach oben. Steinig, aber hart. Oh, das sieht mir aus wie jede Menge Uran. Schlage ich doch direkt noch mal zu. So ein einzelnes Uran kann ich jetzt auch nicht einfach hier stehen lassen, das geht ja gar nicht. Also wirklich. So. Er möchte spielen. Mensch, 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 Mensch. Boom. Shit, kein Licht mehr. Shit, kann ich auch nicht mehr herstellen. Doch. Ach, Glück gehabt. Dachte jetzt schon. Nicht mehr. Geh schon wieder runter. Oh, ich muss doch hoch. Was ist das? Irgendwie so ein Grab hier. Ja, wie auch immer. Nehme ich. Shit. Kein Platz mehr. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich wirklich nach oben. Mache ich hier auch keine Spirenzchen mehr, sondern ich gehe jetzt mal hoch. Oh! Da haben wir noch eine Tech-Kiste. Ah. Ah ne, er tut uns ja eh nichts. Und ein Teleporter-Core. Wie geil ist das denn? Das nehme ich doch sofort mal mit. Kann ich mir nämlich direkt noch einen Teleporter holen. Uran. Lauf schon wieder in die falsche Richtung. Ich kann es einfach nicht sein lassen, Mensch. So, da ist schon dieses Ding, wo ich runter
angefangen habe runter zu brüllen. Das heißt, ich bin jetzt sowieso gleich wieder oben. Ich wollte jetzt nur nicht ins Wasser direkt rein. Oh, hier ist aber ordentlich was los. Da sag ich mal nicht nein, ne? Jetzt habe ich schon so viel extra an Uran. Kann ich doch bestimmt noch so einen komischen Wiring Table rausmachen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauchte. Na, 44. Jetzt habe ich schon fast das Doppelte hier. Das ging jetzt aber schnell, das ging jetzt aber flott. Flotter als in der Folge zuvor. So. Da ist noch was. So, jetzt habe ich hier die ganzen Steine hier. Da würde ich sagen, ich nehme einfach mal kurz was in die Hand. Saug das alles auf. 500, nicht schlecht. Dann stelle ich hier mal einen Tisch hin. Hahaha. Hast du ja wohl so gedacht, hä? Zack. Gut, gut. Dann würde ich sagen, ich habe genug Geld. Ich habe einen Core. Ich würde sagen, erstmal Outpost. Und mir wieder einen weiteren Teleporter holen. Was haben wir denn da? Scientific habe ich genommen, glaube ich. Ja. Kaufen. Und zum Schiff. So, da machen wir jetzt erstmal aus allem, was ich gefunden habe. Nee, warte, Moment, Moment, stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Ich muss jetzt erstmal hier Zeugs loswerden. Und zwar bin ich so ein bisschen voll. Und es wäre jetzt unschön, wenn die Sachen alle auf dem Fußboden landen. Ich brauche noch so eine Wasserkiste. Können wir nicht den nehmen? Nee, warte mal. Wollte ich einen neuen bauen? Der kommt auf jeden Fall hier rein. Das habe ich jetzt schon 6. 6 Stück Durastil und was brauche ich noch? Platin. Warum habe ich da noch nichts gemacht? Gute Frage. Was war das denn? Ach, Feuerwerk. Firing Station. Habe ich die schon oder? Doch, die habe ich doch schon. Wollte ich gerade sagen, das hatte ich doch irgendwo schon gesehen gerade. Dann nehme ich doch wieder einen Storage Locker. Noch irgendwas, was ich bauen könnte. Den könnte ich noch bauen, aber... Ah. Okay. Dann hau ich den doch mal hier hin. Und dann komme ich hier die ganzen Flüssigkeiten rein. Mehr? Hab ich hier noch Flüssigkeiten drin? Nee. Ich hatte doch noch Öl, oder? Irgendwo? Muss ich doch noch Öl gehabt haben. Hm. Öl, 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 Öl. Habe ich das irgendwo unten reingetan? Gute Frage. Skyrail Table.
Creature Capture Station, die hatte ich auch schon. Employee Station habe ich auch schon. Das ist diese hier. Ups. Und diese Capture Station war die andere hier vorne. Ja, so, jetzt gucken wir nochmal schnell, was wir brauchen. Let's talk. Ship Upgrade. 40 Uranium-Rotz. So. Ah, ist es doch. Statt 40 haben wir 77. Da fehlt noch was von den anderen Zeugs. Dann nehme ich mir das mal hier raus. Und zwar das, das und das. Yeah! Big ship! Leute, big ship! I suspect more people will asking you for help now that you have a bigger ship. Okay, jetzt könnten uns Leute fragen nach Hilfe. Sehr schön, jetzt habe ich hier vorne auch frei. Da kann ich auch noch ein paar Storage-Dinger packen. Hier können wir jetzt ein paar Plattformen hinmachen. Sehr schön. I like it. Hatte ich nicht irgendwie so einen NPC, der hier rumgelaufen ist? Ah. Hm. Ich dachte. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall jede Menge Platz und jetzt kann ich mal gucken, ob ich da kriege ich doch bestimmt noch mal ein bisschen Titanium raus, ein bisschen Durastil. So. Dann kann ich doch bestimmt noch ein paar Storage locker machen. Bingo. So, und jetzt kann ich nämlich mal die wichtigen Sachen. Ach, hier vorne kann ich nichts hinsetzen. Okay, gut. Habe ich es verstanden? Hier auch mal Sachen einordnen und zwar würde ich jetzt gerne aus meinem Dingen hier, aus meinem Standardlocker, was nehme ich da raus? Die Erze. So. Muss ich jetzt natürlich genug Platz haben. Mache ich den Standarddingen nämlich für irgendeinen Krimskrams. So. Alles hier rein. Könnte ich jetzt auch daher gehen und sagen, ich nehme den hier. Ups. Das Campfire wollte ich nicht mitnehmen. Das packe ich mal da oben hin. Der könnte jetzt mal hier hingestellt werden. Oder noch besser. Ich stelle den hier hin. Und pack den Roboti, den packe ich auch noch dazu. So. Das sieht doch gut aus. Die mal ein paar Türen klauen.
Gut, und dann können wir nämlich hier schön Zeug reinpacken. Dann können wir in den oberen, packe ich mal, Blöcke. Von der Sorte kein Standardblock. Temple Bricks ist auch kein Standard. Clay ist Standard. Also mit Standard meine ich jetzt so natürliche Sachen. So. Natural. Da ist noch Silberohr. Kohle kann ich auch da rein tun. Hab ja im Moment genug Fackeln. So, das nehme ich auch alles mit. Dann kann ich nämlich hier unten so ein bisschen das, ja, mein Musiklager machen. Hier oben kommt so Krimskrams hin. Und das kommt da ein. So. Hab ich denn noch irgendwas Krimskram-mäßiges? Hier so Zellmaterie. Das da. Plant Fibers. Titanium-Panel habe ich noch vergessen. Titanium-Panel kommt natürlich noch hier oben halt rein. Dann haben wir hier wieder Erz. Das ist ja jetzt blau, das ist jetzt grau, also das Grün, also das ist so basic. Dann kommt das Grüne natürlich. Frage, die ich jetzt stellen wollte, gibt es auch noch was Lilanes? Lilanes Metall oder Erz ist mir jetzt gerade noch nicht so untergekommen. So, da können wir Laser machen. Laser Defense Turret. Laser Diode. Platinum Bar. Wire. Wire machen wir bestimmt mit Copper. Deswegen finden wir auch überall noch Copper. Wir brauchen jede Menge Copper, 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 Copper. Lichtsensor, Liquid-Sensor. Ja, da können wir noch was Schönes mit bauen. Big Red Button. So. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe mal. Ich brauche nicht mehr. Ich habe nicht mehr viel Fuel, was? Was für einen Planeten habe ich denn gerade hier? Ich bin jetzt aktuell auf dem Ozeanplanet? Hm, Ozeanplanet. Okay. Gut, da finde ich auf jeden Fall jede Menge Wasser, was ich jetzt gerade nicht brauche. Ich wollte jetzt nach Quests gucken, genau. Bevor ich jetzt ein Inventar leere, gucke ich doch mal, welche Quests neu sind. So. Da sehe ich sie schon. Hau doch nicht ab. Mensch. Hey, Leute. Hey again, my firework display was a big success. Do you think you could find me a stone USCM panel colony sign? I want it to remind me of where I came from. Vielleicht habe ich sowas sogar.
Have you tried the game next to the Terramart? Personally, I think it's impossible. In fact, I'd bet my life savings on it. If you bring me a winning ticket from the machine, I'll give you my life savings. Okay. Lebensversicherung drauf verwettet. Hello, have you ever experienced avian craftsmanship? Our temples are remarkable, but our artisans are adept in producing beautiful smaller trinkets too. If you can obtain a golden ducky statue for me, I'll give you something good in return. Ja, wohin? So, was hat er? Ey, ey, this butcher knife. It's not really sharp enough to be fit for purpose. Can you bring me some leather so I can sharpen it? Okay, wir sollen Leder besorgen, um seine Klinge zu schärfen. Hello again. Would you like to go on another adventure? Avian pirates are always in search of treasure. If you can find an airship, I'm sure they'll have a treasure map on board. Bring it to me and I'll reward with another pack card. Okay, wir sollen ein Piratenschiff unsicher machen. Da oben haben wir noch was. Ein Piratenschiff, das ist dieses Ankergedönse. Das habe ich schon mal früher, war das auf Wüstenplaneten. Also sollen wir vielleicht ein paar Wüstenplaneten durchsuchen. Hello, Stranger. Back home, Florin K. Carvehall. Huge bone with pretty markings. Florin Miss Big Ho Bone. Bring Florin Big Bone with carvings. And Florin gives Ranger Goldies. Einen großen Knochen mit Gravierung oder Markierung sollen wir besorgen. Okay. Zack, zack, zack. So, was machen wir denn zuerst? Set as current. Das bringt irgendwie noch nichts, oder? I don't believe so. Okay, ich muss meinen Bunker. Also, nur mal so ein Tipp am Rande. Den Lagerbunker. Es ist zwar gut, wenn der auf so einem gefährlichen Welt wie der Eiswelt ist oder so, wenn man jetzt gegen andere Spieler im Multiplayer schützen möchte, aber so für jetzt ist es eigentlich doof, weil ich habe jetzt gerade, was habe ich an für eine Protection? Radiation Protection, damit kann ich in meinem Bunker natürlich nichts anfangen, denn dann erfriere ich und das ist blöd, um es mal so zu sagen. Haben wir irgendwas, was wir hier machen können noch? Neues? Gibt es hier ein paar Rocket Boots? Press and hold jump while in the air to activate Rocket Boots. Ja, das klingt schon mal interessant. Besser als der... Ach shit, ich habe keine Tech Card mehr. FTL Boost. Ja, das scheint auch nicht schlecht. So, was haben wir hier noch? Boot kennen wir. Morphball. Hey, targeted Blink. Press F, teleport to your mouse cursor with this targeted Blink Tag. Coast 110. Ja, das ist doch mal Teleporter-Technologie. Bam! Sehr schön. Und jetzt möchte ich gerne... Ach nee, Cold Protection wollte ich auswählen. So. Cold Protection. Zack. Jetzt kann ich nämlich wieder auf meinen Bunkerplaneten und kann gucken, was ich noch so für ein Zeug in der Kiste habe.
Vielleicht ist was dabei. Und da muss ich erstmal ein paar Selbstschussanlagen installieren hier, damit hier die komischen Viecher nicht mal reinkommen. So, da habe ich Waffen, die ich nicht mehr brauche. Hier habe ich... So, Moment, jetzt aufgepasst. Aha, aha, aha. Ich glaube, da ist nichts bei, was ich brauche. Doch, da. Anni, sollte ich nicht die Hasenstatue? Wo war es denn? Und Leder. Golden Ducky, ach nee. Goldene Ente. Ist eine goldene Ente? Wo krieg ich denn goldene Ente her? Da habe ich auf jeden Fall Leder. Da ist auch der andere Krimskrams, den ich wieder aufs Schiff mitnehme. So. Die Steine nehme ich auch eigentlich wieder mit. Ich befürchte aber, die passen nicht alle in meinen... Och, komm, das geht. Zack. Ah, schade. Passen nicht alle. Da sind die Liquids, die nehme ich auch wieder mit aufs Schiff. Das bleibt hier. Hier habe ich auch noch Krimskram. Gehe ich aber gerade nicht mit. So, hier kommen Waffen rein. Ich glaube, ich hatte schon eine andere Kiste für die Waffen. Irgendwo hier. So, hier habe ich aber auf jeden Fall noch mehr Zeug. Avian, Avian. Ich hatte doch... Irgendwo hatte ich doch so eine Ente, oder? So ein USCM-Sign. Hatte ich doch bestimmt auch irgendwo. Auch nicht hinsetzen. Weiterarbeiten. Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Zufällig welche dabei. So. Haben wir noch irgendwas? Ah, hatte ich Waffen. Ja, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, an dieser Stelle... beenden wir mal die Folge und ich würde sagen, das ist doch, kommt doch gar nicht hier rein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich werde hier noch ein bisschen aufräumen und nicht die nächste Folge damit zuballern. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Starbound. Und wir werden neue Quests erledigen. Gucken, ob wir das Schiff noch größer kriegen. Bam! Yeah! Seid mit dabei! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!